Und jetzt zu dieser Frage, kann man Luft essen? Natürlich nicht, werden Sie sagen. Ist doch absurd. Aber ein italienisches Restaurant bietet genau das an als Dessert. Luft, und zwar frittiert. Gibt es das tatsächlich oder ist das eine Fake News? Wir sind hingefahren und haben uns das Ganze mal angeschaut. Das Internet feiert gerade den skurrilsten Nachtisch der Welt. Aria Fritta. Heiße, frittierte Luft. Klingt nach Fake News, oder? Wir sind in Italien. Hier soll es diesen Nachtisch für satte 30 Euro geben. Wahr oder nur heiße Luft? Du fängst die Luft und steckst sie in die Fritteuse? Seltsam. Frittierte Luft? Ja, das ist eine echte Speise. Keine Ahnung, was das ist. Frittierte Luft? Das gibt's nicht. Das Rätsel wollen wir lösen. Gibt es Aria Fritta wirklich? Wird tatsächlich Luft frittiert? Und schmeckt sie, wie überall behauptet, nach frischer Bergluft? Okay, frittieren kann man eigentlich alles. Schokoriegel, sogar Pizza oder Kekse. Aber mal ehrlich, Luft? Ein Gas, das man nicht sieht, nicht riecht, nicht schmeckt? Frittieren? Wir sind in Castelfranco, nördlich von Venedig. Hier soll's die Aria Fritta geben. Vielleicht beim Bäcker? Habt ihr Aria Fritta? Hier nicht. Das gibt's im Restaurant Feva. Okay, great. Wer hätte das gedacht? In Castelfranco kennt man frittierte Luft. Wir sind auf dem Weg zum Restaurant Feva. Hier wirkt ein Sternekoch, Nicola Di Nato, angeblich der Erfinder der Aria Fritta. Du machst also Aria Fritta. Ja, die frittierte Luft. Genau. Dürfen wir sehen, wie du das machst? Ja, kommt mit in die Küche. Es ist offiziell. Aria Fritta gibt es wirklich. Aber wir sind noch skeptisch, wie das funktionieren soll. Wir fangen an mit Tapioca-Stärke und etwas Wasser. Das kommt in eine Schüssel. Dann machen wir daraus Tapioca-Butter. Carlo mischt für uns die Zutaten. Zutaten? Seit wann braucht man für Luft Zutaten? Zumindest soll die Tapioca-Stärke geschmacksneutral sein. So wie Luft. Schmeckt nach nichts. Nicola hat offensichtlich Spaß. Carlo kocht die Stärke aus. Das Ergebnis? Ein durchsichtiger Kleister. Mit dem Mixer schlägt er Luft in die Masse. Führen die uns doch an der Nase rum? Doch 180 Grad und 25 Minuten später das. Die Masse geht im Ofen auf wie der Teig bei Profiterol. Das sind wirklich Kugeln. Okay, die Luft haben wir. Jetzt wird frittiert. Heißt ja frittierte Luft. Okay, die Luft haben wir. Jetzt wird frittiert. Heißt ja frittierte Luft. Jetzt müssen wir das Fett wieder rauskriegen. Trocknen, schütteln. Jedes Stück wie das hier, bis nichts mehr drin ist. Denn sonst würde alles nach Frittierfett schmecken. Und fertig. Es ist frittierte Luft. Noch nicht. Der Geschmack von Luft fehlt noch. Dazu nehme ich Ozon. Das schmeckt nach Gebirge, nach Schnee. Normalerweise tötet Ozon Keime ab und neutralisiert Gerüche. Aber dass es schmeckt wie Bergluft? Carlo bringt Nicola einen Polster Zuckerwatte. Sie soll wie eine Wolke aussehen. Blaues Salz symbolisiert das Blau des Himmels. Und darin schwebt die frittierte Luft. Zum Schluss noch einen fetten Klecks vegane Mayonnaise. Fertig ist die Aria Fritta. Nicolas Idee dahinter? Die Menschen sprechen kaum noch miteinander, nutzen lieber Social Media und quasseln heiße Luft. Und darum serviert er auch heiße Luft. Bleibt die wichtigste Frage. Wie schmeckt Aria Fritta?
Knusprig? Sehr. Und das Ozon? Man schmeckt viel Mayonnaise. Klar. Aber irgendwas ist drin. Ich kann es nicht erklären, aber vielleicht ist es das Ozon. Was sagen die Gäste? Die bekommen die Aria Frita kostenlos als Appetitanreger und nicht als Nachspeise für 30 Euro. Das ist köstlich, sehr knusprig. Es hat diesen Hauch von frischer Luft. Das spürt man. Es hat wirklich diesen Geschmack von frischer Bergluft. Unser Fazit: Aria Frita gibt es wirklich. Wird tatsächlich die Luft frittiert? Wir sagen mal jein. Frittiert ist genau genommen die Hülle rundherum. Aber die Kugeln schmecken tatsächlich nach einem Hauch frischer Luft. Und deshalb geben wir der Geschichte einen Wahrheitsgehalt von 70%.